Hey, willkommen zu Science Comedy. 40 Kilo schwer, 80 cm Durchmesser, aus Bronze, 30 Liter Wasser, sprudelt, macht Töne und steht auf drei Beinen. Magic Andy präsentiert die Klangschale. Jetzt lehnt euch zurück und lasst die Schwingungen wirken. Was verursacht den Ton in der Klangschale? Warum spritzt das Wasser und was haben Wellen damit zu tun? Welche Töne kann man auf diese Art erzeugen? Es handelt sich um einen Schwingungseffekt. Durch das Reiben der Griffe wird die Klangschale in Schwingung versetzt. Die Schwingung der Klangschale überträgt sich auf das Wasser, es entstehen Wellen. Die Wellen auf der Wasseroberfläche werden ständig an der Schalenwand hin und her reflektiert. Es kommt zur Überlagerung der Wellen. Trifft Wellenberg auf Wellenberg, türmen sich die Wellenberge auf, bis sie nach oben hin aufbrechen. Es sprudelt wie ein Springbrunnen. Trifft Wellenberg auf Wellental, ergibt es eine Auslöschung. Nichts passiert, kein Gesprudel. Die Klangschale kann zwei Töne erzeugen, Grundton A und ein Oberton E. Beim A sprudelt es ordentlich, wie ein Springbrunnen, beim E hingegen nicht so sehr. Die Schwingung ist schwächer. In der Klangschale kann man sogar Klangmuster beobachten. Beim A sieht man einen vierstrahligen Stern, beim E ist es ein sechsstrahliger Stern. Wie Wellen aufbrechen, kann man auch in der Natur beobachten, zum Beispiel an Steilküsten. Dort werden Wellen von der Küste reflektiert. Sie treffen auf Wellen, die vom Meer kommen, türmen sich auf und brechen nach oben hin auf. Sehr spektakulär.